Aus ganz Deutschland sind sie nach Bad Homburg gekommen. 60 Horex-Maschinen. So viele gab es lange nicht auf einmal. Und das nur aus einem Grund. Sie wollen ihre Marke feiern. Mann und Maschine, beides auf Hochglanz poliert. Heute wird das Horex-Museum eröffnet. Die Erinnerungen an die liebste Gefährtin der Jugendzeit sind taufrisch. Das ist Deutschlandfahrt 52, im Bayerischen Wald. Herr Zimmermann. Der Oberbürgermeister spricht allen Liebhabern aus dem Herzen. Endlich setzen wir der Ikone auf zwei Rädern das Denkmal, das ihr gebührt. Herzlich willkommen Ihnen allen zu diesem großen Tag. Technikbegeisterung und Wirtschaftswundernostalgie. Die Marke Horex steht für beides. Weit über die Grenzen der Region hinaus. Auch heute noch. Mehr als 50 Jahre, nachdem das letzte Modell vom Band gelaufen ist. Ich bin als Fünfjähriger schon im Beiwagen gefahren. Mein Onkel hat bei den Horex-Werken gearbeitet und hatte selbstverständlich eine Regina mit Beiwagen. Und das war mit die schönste Erinnerung aus meiner Kindheitszeit, das rasende Fahren für mich als Kind natürlich in so einem Beiwagen mit der Horex. Und, aber Horex ist eben halt auch ein Stück Geschichte Bad Homburgs. Einige Wochen vorher. Im Keller des Stadtmuseums Bad Homburg macht sich Verzweiflung breit. Der vom Rennen an der Bergstraße. Museumschefin Ursula Tschech-Zamor soll das Horex-Museum einrichten. Aber alles, was sie findet, sind ein paar angestaubte Rennpokale. Als Rennfahrer der Horex. Die Leute berichten darüber, aber wir haben keine Objekte. Ein Museum arbeitet mit Exponaten. Wir müssen irgendwas belegen können. Wir müssen Fotos haben, wir müssen Papiere haben. Und dafür, muss man sagen, ist zu schnell das gesamte Werk ausgeräumt worden. Es ist wohl nach der Schließung sehr schnell alles vernichtet worden. Und es gibt einfach wenig Material, das zugänglich wäre. Dafür hat die Museumschefin diese beiden, Axel Butterweg und Frank Vollmer. Eingefleischte Horex-Liebhaber. Sie wissen, wo die schönsten Stücke für die Ausstellung zu finden sind. Stopp! Langsam ab, ja. Okay, gut. Dass es sich hierbei um ein echtes Schätzchen handelt, sehen wohl nur Spezialisten. Also hier drehen wir nicht, ne? Hier haben wir Hebelgas, wie an der Gattefräse. Das Motorrad ist einer der ersten, das heißt ein langer Stecktank, der alte Rahmen, die ganz alte Gabel. Das heißt also gebaut schätzungsweise 26, 25, für 24 ist es noch ein bisschen zu neu, aber so auf 25, 26. Ist ja noch nicht in dem 1A-Zustand. Naja gut, das kommt darauf an, wie man das sieht. Also ich habe Fahrzeuge, die im wesentlich schlechteren Zustand waren. Die Substanz hier ist super gut. Und auch hier werde ich mir anschauen, was ich restauriere oder was ich nur erhalte. Wer Horex fährt, muss basteln können. Aber die Schrauberei lohnt sich, sagen die Fans. Die Horex dankt es mit ihrem unvergleichlichen Sound. Vor allem das damalige Flaggschiff, die Regina. Ja, es ist nahezu unbeschreiblich. Es ist, auch wenn man es immer wieder macht und es ist nichts Neues mehr, es ist einfach schön, man holt es aus der Garage, öffnet die Benzinhähne, tupft den Vergaser, spielt eventuell mit der Luft. Dann kommt der Kickstarter raus. Das ist schon fast ein Ritual. Sprich mit mir, liebe Regina, irgendwas in dieser Richtung, wenn sie es beim ersten Mal nicht getan hat. Dann läuft sie, man hat den Klang sofort im Ohr, man freut sich, man dreht ein bisschen am Gasgriff. Und sofort ist die Faszination einfach da und man setzt sich drauf und fährt und freut sich einfach, dass man sowas fahren kann und nicht irgendwas Moderneres fahren muss oder gar was mit Vierrädern. Dies Wunderkind so heiß begehrt, hat Horex uns beschert. Regina, Regina,
bist der beste Kamerad. Regina, Regina, verliebt bin ich in dein Format. Diese Linie, diese Kraft und dieser Schnitt, dieses Tempo, ja, wer kommt denn da schon mit? Will ein kecker Bursch mal ran, gibst du Gas einen kleinen Zahn und im Handumdrehen kann er dich dann von hinten mal besehen. Die Horex-Werke in Bad Homburg sind in den 50er Jahren eine der größten Motorradfabriken Deutschlands. Die Regina ist das Erfolgsmodell, das meistverkaufte Motorrad seiner Hubraumklasse. Alle 7 Minuten verlässt eine Regina das Werk. Die Auslieferungsbusse sind pausenlos unterwegs. Nach Deutschland, Europa und sogar in die USA liefert das Homburger Familienunternehmen. Angefangen hat alles aber mit etwas ganz anderem. Rex, Einkochtöpfe und Einmachgläser. Erik Leonhardt stellt seine Gläser fürs Horex-Museum zusammen. Für Motorräder hat Erik Leonhardt nichts übrig. Er entstammt einer alten Homburger Kaufmannsfamilie mit viel Unternehmergeist. Die Rex-Konservenglasfabrik hat sein Großvater gegründet. Jean-Emile Leonhardt brachte 1905 diese Idee aus England mit. Und seitdem wird in Bad Homburg und Umgebung eingerext. Die Methode ist ebenso simpel wie effektiv. Gezuckert, mit Wasser aufgefüllt, Gummi drum, gekocht, fertig. Obst, Gemüse, einfach alles konnte so spielend leicht haltbar gemacht werden. In einer Zeit ohne Kühlschrank und Gefriertruhe wurde Rex schnell ein großer wirtschaftlicher Erfolg. Sie konnten was konservieren. Sie hatten die Möglichkeit gehabt, selbst Milch dort einzukochen halt und dann über einen gewissen Zeitraum zu konservieren. Ja, wir haben ja noch in den 50er Jahren das Obst, was wir im Sommer gesammelt haben, das haben wir dann im Winter gegessen. Anders wäre das doch gar nicht möglich gewesen halt. Jean-Emile Leonhardt griff zu modernsten Vermarktungsmethoden. Rex Kochbücher, sogar so etwas wie Kochshows gab es. Dazu mussten die Kinder des Firmengründers auf Werbefotos posieren. Leonhardt war ein Firmen- und Familienpatriarch der alten Schule. Ein streng gläubiger Mann, der die Familie regelmäßig in seine pietistische Kirchengemeinde mitnahm. Dort freundete er sich mit einem anderen erfolgreichen Homburger Kaufmann an, Friedrich Klemann. Leonhardt holte ihn in seine Firma. Der Klemann, der ist dort auch in dieser Gemeinde gewesen und die haben sich sehr gut verstanden. Der Klemann war mehr auch so der Techniker. Das hat sich dann später ja bei den Horex-Motormaschinen noch dann mehr bestätigt. Und die kamen gut miteinander zurecht. Friedrich Klemann wurde Partner in der Rex-Konservenglasfabrik. Er schloss mit Firmengründer Leonhardt einen folgenschweren Vertrag. Derjenige, der den anderen überlebte, durfte die gesamte Firma behalten. Die Familie des verstorbenen Partners sollte später ausbezahlt werden. Mein Großvater ist 1918 gestorben, mit 65 Jahren. War noch gar nicht so alt eigentlich. Und dann bekam die andere Familie Klemann die Firma Rex Konservenfabrik gemäß des Vertrages. Und nach 5 Jahren wurde dann meine Familie ausbezahlt. Das heißt, das war dann 1923, während der Inflationszeit. Mhm. Wie viel hat Ihre Familie bekommen? Das waren sicherlich Stapel voll Geld. Wertlos. Nichts wertlos. 1925 verkaufte Klemann die Konservenfabrik und steckte den Gewinn in sein neues Steckenpferd, Motorräder. Aber die Horex-Fans kommen auch heute noch nicht ohne den Ursprung der Marke aus. Der hat ja auch halbwegs gut bestellt heute, gell? Das hier ist ja original light, wie in den 50er Jahren, gell? Ein Rex-Gummi. Falls der Schloss nicht mehr richtig funktioniert, Willi, gell, so muss es sein. Genau, dass er nicht wegfliegt. Oben Rex-Gummi drüber, Rinde mit und dann wird der auch drin gehalten, der Knorre. Wenn der rauszieht, ist die Batterie dann voll. Genau. Bis zur erfolgreichen Motorradmarke war es aber noch ein weiter Weg. Bis zu dem Fahr- und Klangerlebnis, das Horex-Fans noch heute lieben. Beinahe wie ein Chopin, beinahe wie ein Flashbier.
Das Know-how kam am Anfang von hier, aus der Motorenfabrik Oberursel, nur wenige Kilometer von Bad Homburg entfernt. Der Schlosser Willi Seck hatte sie 1897 gegründet und schnell zum Erfolg geführt. Aus Oberursel stammte der Motor für den ersten Horex-Vorläufer, der Gnom. Das war ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Geht nicht ohne Mittreten, sagten Spötter damals. Aber im E-Bike ist das Prinzip heute wieder hochmodern. In Oberursel werden heute Flugzeugmotoren gebaut. Aber auf die Geschichte sind sie hier sehr stolz. Sie zeigen einen der ersten Gnom-Motoren. Das Mordstrom ist von 1903. Dieser Motor wurde in der Landwirtschaft eingesetzt. Auch wenn man sich das kaum noch vorstellen kann, Anfang des 20. Jahrhunderts waren solche Maschinen revolutionär. Vorher gab es ja nur die Dampfmaschine, Riesenapparate, die mit großem Aufwand in Betrieb genommen werden konnten. Und der Willi Seck hat also in seinen Reklamebroschüren immer darauf hingewiesen, ganz einfach zu handhaben. Der Motor ist völlig gekapselt, kein Funke. Keine Brandgefahr, also für die damalige Zeit ein Quantensprung. Mit der Zeit wurden die Gnome immer kleiner und die Motorenfabrik immer erfolgreicher. 1913 kaufte Willi Seck eine Lizenz aus Frankreich, Flugzeugmotoren. Diese Umlaufmotoren wurden in Oberursel perfektioniert und waren schließlich so gut, dass sämtliche berühmte Kampfpiloten des Ersten Weltkriegs persönlich nach Oberursel kamen, um sich ihre Motoren hier abzuholen. Nachdem der Bau der legendären Umlaufmotoren zu Ende war, beziehungsweise durch den Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg verboten wurde, hat man hier versucht, in eine Marktlücke einzustoßen. Und der Oberingenieur Eduard Freise hat dann diesen kleinen Gnom-Fahrradmotor entwickelt. Das Ganze konnte man als Bausatz hier erwerben und konnte sich diesen Motor in sein Fahrrad daheim einbauen. Eine Verlegenheitslösung für die stolze Flugzeugmotorenfabrik. Die Fahrradmotoren wurden ausgelagert, outgesourced würde man heute sagen. Columbus hieß die neue Firma und ein Kaufmann aus dem benachbarten Bad Homburg entdeckte das wirtschaftliche Potenzial, das in dem Motor für Fahrräder steckte, Friedrich Klemann. Er kaufte die Columbus Motorenwerke, Geld genug hatte er aus seiner Konservenglasfabrik. Für die Macher des Horex-Museums war deshalb von Anfang an klar, ein Gnom muss in die Ausstellung. Gar nicht so einfach. Denn die wenigen erhaltenen Stücke aus dieser Zeit gehören privaten Sammlern. Das ist ein Glück, denn die Stücke sind in einem Top-Zustand. Aber die Sammler trennen sich nur ungern. Das hat Museumschefin Tschechzer-Mohr auf ihrer Suche nach Ausstellungsstücken in vielen Gesprächen leidvoll erfahren. Wir arbeiten mit Leihgaben und sind darauf angewiesen, dass die Eigentümer uns gerne ihre Stücke für eine Zeit lang zur Verfügung stellen. Wenn man sich überlegt, dass natürlich jetzt vielleicht gegen die Winterzeit die Neigung eher da ist, wird es im Frühjahr wieder abnehmen, ganz klar. In einer Hinterhofwerkstatt in Oberursel schraubten wenige Mitarbeiter die Fahrradmotoren damals zusammen. Das war Friedrich Klemann bald nicht mehr genug. Er wollte Größeres. Also verlegte er die Firma nach Bad Homburg und nannte sie Horex. Ho für Homburg und Rex in Erinnerung an die Konservenglasfabrik. Treibende Kraft hinter dieser Expansion war sein Sohn Fritz Klemann, was die Mitarbeiter damals nicht eben begeisterte, denn der Filius galt als Halodri, ein Lebemann. Der Fritz Klemann war mit 21 Jahren schon durch die Welt gereist. Das konnte sich ein normaler Mensch überhaupt nicht erlauben. Natürlich, er hat Ausbildung gemacht.
Aber das war natürlich auch ganz wichtig, dass der Papa da unterstützt hat. Das heißt also, er war vom Beruf Sohn. Aber Fritz Klemann hatte eine Leidenschaft, die der neuen Firma sehr zugute kam. Er war Rennfahrer. Im Motorsport bekommt man ein hervorragendes Gefühl für die Feinheiten der Technik. Axel Butterweg kennt das sehr gut aus seiner eigenen Rennfahrerzeit. Dann hören Sie da ohne irgendwas zwitschern, etwas klappern, etwas klickern. Je nachdem, wie weit der Wertungslauf oder das Rennen fortgeschritten ist, mit zunehmendem Ende wird das Klickern automatisch höher und lauter. Das ist aber nur im Kopf. Der Veteranen-Grand Prix in Schotten. Hier treffen sich jedes Jahr die Oldtimer-Freaks zum Fachsimpeln. Anerkennende Blicke für alles, was die Ohren taub macht und die Herzen höher schlagen lässt. Und wo immer eine Horex steht, sammeln sich schnell die Zuschauer. Rolf Dax präsentiert seine 500er Schnellhorex, Baujahr 1953. Wie viel Arbeit steckt da drin? Ja, das kann man gar nicht. Da darf man nicht drüber nachdenken. Das muss man einfach mögen oder nicht mögen. Da kann man nicht sagen, also auch wie viele sagen, wie viel sind die denn wert? So ein Motorrad ist nur so viel wert, wenn es einer, der sie kaufen will, was der dafür ausgeben will. Nicht? Und also das ist einfach ein Liebhaberwert. Das ist einfach mein Leben im Prinzip. Nicht? Mein privates Leben, sagen wir mal. Axel Butterweg hat Stress. Seine Horex SB35 Rennsport ist er jahrelang nicht gefahren. Und nun hat es im ersten Training am Morgen nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Da muss er noch einiges verbessern. Vor allem mit der Zündung. Ja, es ist rabenschwarz. Normalerweise sollte die bräunlich sein. Braun wäre optimal, aber die ist halt rabenschwarz und dementsprechend ist natürlich die Zündung nicht optimal und läuft das Ding natürlich auch sehr ruppig. Der Start rückt näher. Die Probleme mit der Zündkerze sind noch nicht ganz behoben. Axel Butterweg tauscht sie lieber kurz vorher noch einmal aus. Das hat wertvolle Sekunden gekostet. Ciao. Er geht mit Verspätung auf die Strecke. Aber seine 75 Jahre alte Maschine macht nicht nur einen Höllenlärm, sondern geht jetzt auch richtig schnell ab. Butterweg holt von Runde zu Runde auf. ...1927 errang Horex-Chef Fritz Klemann einen seiner größten Erfolge. Beim Eröffnungsrennen des Nürburgrings wurde er Dritter. Fritz Klemann war ein exzellenter Rennfahrer. Er ist mit untergeordnetem Material damals wirklich beherzt gefahren. Das heißt also schon auch draufgängerisch, anders da geht es nicht, das weiß ich selber. Aber zielbewusst und auch trainiert. Motorradrennen waren in den 1920er und 30er Jahren äußerst beliebt. Die Fahrer echte Stars. Davon profitierten auch Fritz Klemann und seine Horex. Klemann fuhr von Erfolg zu Erfolg und machte die Marke so bekannt. Eine unbezahlbare Werbung. In Deutschland gab es zu dieser Zeit unzählige Motorradfirmen. Im Vergleich zu BMW, DKW und NSU war Horex noch ein Branchenzwerg. Aber die Firma aus Bad Homburg holte auf. Man hatte ja weniger Austausch an Informationen. Die Medienwelt war ja wesentlich schlechter ausgebildet wie heute. Und da war natürlich die Rennstrecke etwas, da konnte auch der Zuschauer oder der potenzielle Kunde fühlen, was da passiert ist. Und wenn er schon gesehen hat, mit eigenen Augen gesehen hat, dass das wirklich gut war, und dann hat man gesagt, jawohl, das ist was Tolles,
Sowas muss ich auch haben und hat sich dann natürlich dafür entschieden. Das heißt, die Wirksamkeit vom Rennsport war damals um Vielfaches höher noch wie heute hier bei uns in Deutschland. Zurück in Schotten. Axel Butterweg kämpft sich nach vorne. Es läuft gut. Doch dann ein technisches Problem. Die Maschine säuft ab. Butterweg muss aus dem Sattel, aber zum Glück ist der Schaden schnell behoben und er kann sich ins Ziel retten. Die Platzierung, naja, passabel. Danke dir. Ja, die Kupplung hat ein bisschen nachgelassen und ansonsten lief es verhältnismäßig gut. Es waren drei richtig gute, schnelle Runde drin. Das heißt also, für die Zeitnahme wird es beim Wettbewerb reichen. Und jetzt gucken wir gleich schon mal hier Kerze gucken, wie das aussieht. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal heller. Zwar immer noch dunkel, aber schon mal heller. Rehbraun ist es noch nicht, aber braun wird schon langsam. Am nächsten Tag. Axel Butterweg und Frank Vollmer bringen die fast siegreiche Maschine ins Horex-Museum. Frank Vollmer ist nicht nur Chef des Horex-Clubs Taunus, er hat auch eine enge familiäre Beziehung zu Horex. Der Chefkonstrukteur, der über 30 Jahre lang verantwortlich war für die Technik, war sein Großvater, Hermann Rieb. Er gilt heute noch als einer der besten Motorradkonstrukteure überhaupt. Da bewundere ich meinen Großvater für all das, was er getan hat. Bis hin zu einem Bilderrahmen, den er mal schmiedeeisern hergestellt hat. Im Alter von 21 oder 20 Jahren, das Baujahr 1922 stand noch dort drauf. Und da hatte er draufgeschrieben, freie Bahn dem Tüchtigen. Es hat mich schon als kleiner Bub und als Jugendlicher sehr fasziniert, weil ich in dem Alter so ein Lebensmotto nicht gehabt hätte. Aber das hat einfach bei meinem Großvater oder mir meinem Großvater gezeigt, dass er wirklich ein Macher war. In den frühen 20er Jahren sahen die Horex-Maschinen noch aus wie englische Motorräder, damals das Vorbild schlechthin. Das änderte sich, als Hermann Reb 1927 in die Firma kam. Von da an bekamen die Horex ihr charakteristisches Aussehen. Technische Innovationen gingen in Serie. Hermann Reb lebte für Horex. In den 80er Jahren war für ihn das Highlight jedes Jahr, als mein Großvater dann auch schon in den 80ern war, jedes Jahr zu dem Horex-Treffen, damals noch in Bad Homburg, jetzt in Friedrichsdorf-Burkholzhausen, zu fahren. Auch beim Horex-Treffen im Sommer 1987 war Hermann Reb mit dabei. Die Fans waren dankbar, dass der Chefkonstrukteur bereitwillig seine technischen Entwicklungen erklärte. 1932 wurde die erste Zweizylindermaschine konstruiert. Chefkonstrukteur Hermann Reb, heute 85, erinnert sich. Was ist denn das Besondere daran? Das war 1932. Im August habe ich eine Idee gehabt, einen Zweizylindermotor zu bauen. Und an Weihnachten war es fix und fertig. Ohne Auftrag vom Chef? Ohne Auftrag vom Chef, richtig. Und dann haben wir sie fertig hingestellt, hat der Chef Probefahrt gemacht, nichts zurückgekommen und hat gesagt, so eine Maschine habe ich noch nie gefahren. Was ist denn technisch das Besondere hier dran? Die oben liegende Nockenwelle mit Antrieb, eine Kette, die hier seitlich, die an der Kette läuft. Da. Auch Frank Vollmer und Axel Butterweg sind Enthusiasten. Die Arbeit für das Museum machen sie ehrenamtlich. Axel Butterwegs Horex SB35 Rennsport mit 28 PS von 1939 ist ein Unikat. Er hat sie in jahrelanger Arbeit wieder aufgebaut, Teile zusammengesucht und kunstvoll restauriert. Ein wahres Prunkstück. Langsam.
Nur noch wenige Wochen sind es bis zur Eröffnung des Horex-Museums und noch immer keine Motorräder. Aber zumindest ist jetzt ein Anfang gemacht. Axel Butterweg ist stolz. Ich arbeite selber schon seit 1973 in dem Bereich Horex und die Geschichte Horex, die Renngeschichte Horex. Und für mich ist es wirklich was ganz Besonderes, hier mitmachen zu können und das der Öffentlichkeit darzubieten. Die SB35 wurde nicht als Rennmaschine konstruiert, sondern als Wehrmachtsmotorrad. Horex ging es gut im Dritten Reich. Fritz Klemann war überzeugter Nazi, NSDAP-Mitglied, Obersturmführer der SA. Er machte aus Horex einen nationalsozialistischen Musterbetrieb. So wuchs der Bad Homburger Motorradhersteller stetig. Die Belegschaft nahm an zahlreichen Aufmärschen teil, doch der Zweite Weltkrieg stoppte die Expansion. Die Motorradproduktion wurde eingestellt und zu anderen Herstellern verlagert. Die verbliebenen Mitarbeiter produzierten Zulieferteile für die Rüstungsindustrie. Aber immer mehr Arbeiter mussten an die Front. Die wurden, auch bei Horex, mit Zwangsarbeitern aus dem Osten ersetzt. Nina Kumanajewa war eine von ihnen. Sie wurde aus der Ukraine in den Taunus verschleppt. 2001 kam sie nach Bad Homburg zurück. Der Bad Homburger Stadthistorikerin erzählte sie von ihrer Zeit bei Horex. Worunter sie sehr gelitten haben, war die Ausgrenzung. Sie durften keinen Park betreten. Sie durften ja nicht weder in den Kurpark noch in den Schlosspark. Sie durften nirgendwo dahin gehen, wo Deutsche waren. Und sie haben aber jeden Friedhof in der Gegend gekannt. Da habe ich mich gewundert. Dann sagten sie, ja, sonntags hatten sie frei. Und wo sollten sie denn spazieren gehen? Da gingen sie immer auf die Friedhöfe. Den Kurpark sehen die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen 2001 zum ersten Mal. Die Arbeitstage in der Produktion während des Krieges seien lang gewesen, erzählen sie. Aber Horex sei kein unmenschlicher Arbeitgeber gewesen. Nach dem Krieg wird Fritz Klemann deshalb auch nur als minder belastet eingestuft und zu 3 Jahren Wiederaufbauarbeit verurteilt. Schon 1948 rollten wieder Motorräder aus den Werkshallen. Als erster Hersteller nach dem Krieg erhielt Horex die Genehmigung, Maschinen über 250 Kubik zu bauen. Fritz Klemann profitierte davon, dass sein Chefkonstrukteur in der Firma geblieben war. Ich glaube, dass man sehr schnell auch über Herrn Reeb die Amerikaner begeistern konnte von einer sehr präzisen, schnellen und ordentlichen Arbeitsweise, die zu Erfolgen führte. Und auch das wollten sie ja. Sie wollten, dass es möglichst ein schnelles Wiederaufleben der Gesellschaft gibt. Und das konnte man, diese Motorräder konnte man dazu nutzen. In den späten 1940er Jahren waren Motorräder das Fortbewegungsmittel. Horex war zwar teuer, aber technisch ausgereift. Kein Wunder, sie waren ja auch für den Kriegseinsatz konstruiert worden. Darauf wollte sich der Chefkonstrukteur aber nicht ausruhen. Er tüftelte an einem ganz neuen Motorrad. Der Herr Reeb hatte dann nachts eine super Idee, so muss ein Motorrad aussehen, und hat sich dann hingestellt. Der hat also immer ein Zeichenbrett in seinem Schlafgemach gehabt und hat sich dann nachts hingestellt und hat dann also mal gerade aufgerissen, wie so eine Regina aussehen könnte oder so ein neues Motorrad, was dann hinterher Regina hieß. Und es war ein wunderschönes Motorrad, so dass man heute sagen kann, es war der Zeitgeist von damals. Die Regina kam 1950 auf den Markt und wurde sofort ein Riesenerfolg. Obwohl sie fast 2000 D-Mark kostete, damals die Hälfte eines Jahresgehaltes. Aber die Regina war für viele ein Traum, für den es sich zu sparen lohnte. Als erstes Motorrad überhaupt hatte sie Leichtmetallbauteile.
Man hat den Eindruck, man könnte dort alles auf einmal auseinanderschrauben, während es durchaus Motorräder gibt, die so kompakt gebaut sind, dass man gar nicht weiß, wie man da an Einzelteile käme. Und diese sehr starke Übersichtlichkeit, Einfachheit in der Konstruktion und elegante Gestaltungsweise und Linienführung, die ist etwas Besonderes an der Regina, mit der sie sicher auch so berühmt geworden ist und auch so beliebt war. Die Regina wurde zum Symbol des Wirtschaftswunders. Ludwig Erhard zeigte sich gern mit Firmenchef Fritz Klemann. Selbst in den USA bildeten sich Fanclubs. Merchandise-Produkte entstanden, wie etwa Jeans. Mit der Regina wurden Träume wahr, der erste Italienurlaub. Es war eine kurze Blüte. Nachfolgemodelle wurden auf den Markt gebracht, die Resident und die Imperator. Aber die waren technisch nicht ausgereift und verkauften sich nicht mehr. Mitte der 50er Jahre kam dann das Auto, das Kleinstauto auf, ein Messerschmitt-Kabinenrolle, ein Goggo, was auch immer. Und da konnte man halt, wie man es immer so schön gesagt hat, auch seine Freundin mal trocken irgendwo ins Kino fahren oder irgendwas in der Richtung. Und dann haben sie alle Kleinwagen kaufen wollen und der Motorradmarkt ist im Prinzip komplett zusammengebrochen. Das ist unabhängig von Horex, das betraf alle Motorradhersteller. Es gibt in Deutschland einen einzigen, der die Zeit überlebt hat, aber auch nur wegen den Autos, das ist nämlich BMW. Ende der 50er Jahre geriet Horex finanziell in Schwierigkeiten. Fritz Klemann verkaufte die Firma an Mercedes-Benz. Auf der internationalen Frankfurter Motorradausstellung 1960 ist Horex zum ersten Mal nicht mehr dabei. Mercedes-Benz hatte die Motorradproduktion eingestellt. Auf der Messe sieht man fast nur noch ausländische Hersteller. Kurz vor dem Verkauf an Mercedes hatten die Horex-Mitarbeiter noch versucht, das Ruder herumzureißen, aber es gelang nicht. Man hatte ein Auto entwickelt, dieses Auto wollte man aber nicht bauen, weil Fritz Klemann gesagt hat, nein, wir bauen Motorräder. Vielleicht war das ein Fehler, das könnte sein. Aber im Nachhinein das zu sagen, das ist immer ja, sehr fraglich, ob das so, wie man selber entschieden hätte oder ob das wirtschaftlich richtig war. Es sind Tüftler wie Axel Butterweg, die auch nach dem Ende der Firma die Geschichte von Horex wachhalten. Er hat sich spezialisiert auf Horex Rennsportmaschinen der Vorkriegszeit. Davon gibt es nicht mehr viele und es ist mühsam, Ersatzteile zu bekommen. Der ist von einem Bekannten, der hat ihn aus Russland mitgebracht. Und das war ein dreiviertels Motorrad. Der Rahmen und so weiter, das gehört auch dazu. Und aufgrund dessen, dass der schon etwas desolat aussah, äußerlich, was ich jetzt sagen muss, er ist eigentlich besser, wie er aussieht, habe ich den auch zum günstigen Preis bekommen. Axel Butterweg hat sie noch alle wieder hinbekommen, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. So ein Motor steckt schon mal voller Überraschungen, vor allem, wenn er in Russland umgebaut wurde. Und wie sieht's aus? Ratlos. Ach doch, jetzt weiß ich, woher es kommt. Ja, clever gemacht, ne? Die haben halt einen Kolbe gehabt, den die in Russland hatten, einen Seriekolbe. Und dieser Kolbe hat hier eine höhere Kompressionshöhe. Ja? Und diese höhere Kompressionshöhe verlangt jetzt eben diesen Unterbau hier. Das ist ein Rahmen. Von 1923. Wenn Sie hier alle Teile zusammenbauen würden zu Motorrädern, wie viel hätten Sie da? 22. Und zwar 22 nur Rennsportfahrzeuge. Fahrzeuge, die irgendwann tatsächlich mal im Rennen gelaufen sind oder wenigstens in der Art und Weise im Rennen gelaufen sind. Alles Horex? Alles Horex. Es ist aber fast allein sein Verdienst, dass Horex heute wieder Kult ist. Der Comiczeichner Röttger Feldmann alias Brösel. Seine Comicfigur Werner prägt in den 1980er und 90er Jahren ganze Generationen von jungen Motorradliebhabern. Werner fährt Horex.
Die Bücher und die Filme werden so erfolgreich wie kein anderer deutscher Comic. Feldmann ist selbst Horex-Fahrer und kommt Ende der 80er Jahre auf eine ziemlich bescheuerte Idee. Im Comic hat er ein Rennmotorrad mit 4 Horex-Motoren gezeichnet. Das will er jetzt in echt nachbauen. Den Red Porsche Killer. Dafür braucht er die Hilfe der Horexianer. Oha, da verteilt sich unsere Antriebsmimik. Die kamen also zu mir und haben gesagt, also wir haben hier den Red Porsche Killer und da machen wir jetzt und tun wir jetzt. Und dann sage ich, okay. Und ich hatte mir das ja auf Bildern schon angeschaut und habe gesagt, wie wollt ihr das realisieren? Ja, also hier nehmen wir vom Auto und Verteiler und so. Und sage ich, stopp, hier kann das gar nicht funktionieren. Beinhard wie ein Flashbier, Beinhard geht das ab. Es funktioniert. Auch dank der Hilfe von Axel Butterweg. 4 Horex-Motoren hintereinander treiben den Red Porsche Killer an. 162 PS. Röttger Feldmann will mit dem Geschoss, ganz wie im Comic, gegen einen roten Porsche gewinnen. Für das Rennen ruft er im August 1988 die Werner- und Horex-Fans auf einen stillgelegten Flugplatz nach Hartenholm. Es wird das größte Besäufnis in der Geschichte Schleswig-Holsteins. 200.000 Menschen kommen. Der Red Porsche Killer ist zwar schnell, aber Röttger Feldmann ein Dilettant. Er verschaltet sich. Der Porsche gewinnt um Längen. Für Horex trotzdem ein großer Sieg. Für uns Horexianer, muss ich sagen, hat das den Mythos Horex über mindestens 10 Jahre zusätzlich hochgehalten. Das heißt also, immer wenn das gerade in Vergessenheit geriet, dann kam wieder irgendwas Neues mit dem Werner. Und dann wusste jeder wieder, Horex, jawohl, die Horex. Und wir hier in Bad Homburg, das ist natürlich was ganz Besonderes gewesen, jawohl, für uns war das ja noch viel wichtiger, dass der Name Horex wieder dann in aller Munde war. Bad Homburg nämlich, die Heimatstadt von Horex, setzte andere Prioritäten. Gerne bot man sich an als Refugium für Reiche und Superreiche. Und wenn es um Geschichte ging, dann eher um Kurbesuche von Kaiser und Königen. Homburg mit seinem Champagnerduft oder Champagnerluft war halt in den letzten Jahrzehnten immer etwas weniger auf die stinkenden Motorräder fixiert, sondern hat den Fokus eher auf ja, dieses mondäne Leben mit dem tollen Kurhaus und der Kurstadt gelegt. Und dass jetzt mittlerweile die Stadt eingesehen hat zu den Wurzeln der Stadt und zu der Berühmtheit oder Bekanntheit der Stadt, gehört halt auch die Industrie und da allen voran die Horex. Das freut einen schon, dass es dann doch irgendwann mal nach unserer Auffassung ordentlich gewürdigt wird. Es ist aber noch einiges zu tun im Horex-Museum. Immerhin, die Ausstellung ist fast komplett. Frank Vollmer, Axel Butterweg und Museumschefin Ursula Tschech-Zamor haben es geschafft, einige Privatsammler zu überzeugen, Motorräder bereitzustellen. Wir versuchen immer zu erklären, dass wir keine super restaurierten Maschinen haben möchten, sondern Maschinen, die heute gebraucht werden, die uns eine Weile zur Verfügung gestellt werden und dann wieder abgeholt werden und durchaus wieder in den Verkehr gehen, sofern möglich, bis auf diese hier, die wird dann noch restauriert. Diese Maschine muss nicht restauriert werden. Sie ist brandneu. Die Horex VR6. Clemens Nese hat sie entwickelt und nun legen seine Mitarbeiter letzte Hand an. Auspüffen mal ein, der ein bisschen eingedellt war, damit er mit dem Schlüssel ordentlich drankommt. Die Maschine soll bald auf den Markt kommen. Kernstück ist ein 6-Zylinder-Motor, der dank der cleveren Konstruktion extrem klein ist. 20-30% zu sparen, nachdem man ja schon seit 100 Jahren Motoren entwickelt und immer Platz sparen will, ist ein Pfund. Also das ist was an sich schon ein großer Schritt ist. Und das ermöglicht zum Beispiel, einen 6-Zylinder-Motor zu bauen, der eigentlich Ausmaße hat von einem 4-Zylinder-Motor. Und man hat in der Motorradbranche schon oft versucht, 6-Zylinder-Motoren zu verbauen. Die waren aber immer zu groß.
Clemens Nese hat ein komplett neues Motorrad entworfen. Dann die Frage, wie soll es heißen? Die Marktforschung brachte ein eindeutiges Ergebnis. Unter allen alten deutschen Motorradmarken hat Horex den besten Ruf. Nese kaufte die Namensrechte und tut nun alles dafür, dass seine Neukonstruktion auch so klingt wie eine echte Horex. Hier ein bisschen zurückgenommen. Dieser Motor, der faucht eigentlich wie zwei versetzte Dreizylinder. Und das ist ein sehr eigenständiger Klang. Normale Sechszylindermotoren sind sehr schnurrig und sanft. Das wollten wir genau nicht, sondern wir wollten einen sehr strukturierten, tiefen Klang. Und genau das haben wir realisiert. Wir wollten auch nicht in höchste Drehzahlhöhen gehen, weil wir finden, dass eine Horex kein Schreihals ist, sondern einen sonoren Motor haben soll mit moderaten Drehzahlen. Auch das haben wir mit dem Motor realisiert. In einer Manufaktur in Augsburg sollen künftig die Motorräder gebaut werden. Mit der Regina oder den anderen alten Horex-Maschinen hat diese hier nur noch den Namen gemeinsam. Stückpreis über 20.000 Euro. Ob es genügend Kunden gibt, die bereit sind, diesen Preis zu zahlen, wird sich erst noch zeigen müssen. In der Horex GmbH stecken mehrere Millionen Euro, Kredite und Wagniskapital. Ob das reicht, um erfolgreich zu sein, wissen Sie hier selbst noch nicht. Ich glaube, für jedes emotionale Produkt braucht es eine gute Portion Verrücktheit und das will ich uns nicht absprechen. Dennoch sind wir nicht die Einzigen, die sowas machen. Also man hat ja gerade im Bereich von traditionellen Marken das eine oder andere erlebt, was wieder neu entsteht. Und das mag durchaus mit Verrücktheit verbunden sein, aber ich finde es eine gute Sache. Für die Fans der alten Horex zählen Chrom, Glanz und der Krach der alten Motoren. Es sind aber nicht nur die Alten, die hier in Nostalgie schwelgen. Ich habe die Maschine jetzt erst seit einem Jahr und bin damit sehr zufrieden. Habe ein bisschen Arbeit investiert mit diversen Kleinigkeiten. Ich habe mir den Sattel hier dazu gekauft, ein kleines Rennböckchen. Dann habe ich mir die Fußrasten dazu gekauft. Kann man denn mit so einer Maschine Mädels beeindrucken? Ich glaube eher nicht. Also die meisten sagen, oh, ein altes Motorrad oder so, die stehen lieber auf so neue Dinger, die richtig PS haben. 6. September 2012. Endlich ist es soweit. Die Eröffnung des neuen Museums. Frank Vollmer kann es gar nicht glauben, dass so viele Horex-Liebhaber gekommen sind. Auch Clemens Nese ist da und erntet für seine neue Horex VR6 zumindest die Achtung der Oldie-Liebhaber. Aber noch lieber drängeln sie sich um die alten Modelle. Und überall die gleichen Geschichten, wie es damals war, die ersten Ausfahrten mit der Horex. Selbst der verhinderte Erbe der Rex-Einmachgläser schaut sich wohlwollend um. Axel Butterweg hat von einem Besucher ein weiteres Ausstellungsstück bekommen. Horex Kettenfett aus den 50ern. Die Museumsmacher haben es geschafft. Das Museum wird auch künftige Generationen erinnern an den Motorradmythos aus Bad Homburg. Ich muss sagen, ich bin überwältigt. Ich habe vorhin den Corso mit hergebracht, beziehungsweise ich habe teilweise abgesperrt. Es war für mich wirklich überwältigend und ich muss jetzt aufpassen, dass mir nicht die Tränen in die Augen gehen. So haben wir uns das gewünscht. Das war's. So wollten wir es haben.